Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask Part 14. Ja, True Story. Verpiss dich. Du dich auch. Ich will euch nicht. Verzieht euch! Keiner will euch! Nein! Oh oh. Will ich nicht. Nein. Wo seid ihr? Da, da. Wieso kann ich nicht anvisieren? Danke. Fress! Nein! Fress! Danke. Diesen Part des Tempels finde ich extrem bescheuert. Einen Moment. So. Naja, im letzten Part. Wir haben angefangen, den ersten Tempel zu machen, sind jetzt ungefähr auf der Hälfte? Nein, die Hälfte ist das nicht. Wir haben jetzt so ungefähr... Obwohl doch, ja, ist die Hälfte. Ja, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des gesamten Tempels hier so fertig. So. Hat sich nichts Großartiges getan, um ehrlich zu sein. Wir haben die Karte, den Kompass gekriegt. Ja. So, das Item des Tempels haben wir noch nicht. Es wird gleich kommen. Wir sind noch am ersten Tag, 10 Uhr. Schlagen uns gerade relativ gut hier durch. Wo? Und jetzt sind wir praktisch gesehen einmal im Kreis gelaufen. Ja, diesen Ort werdet ihr gleich wiedererkennen. Erst einmal, dort hinten ist etwas, was wir eventuell haben möchten. Hallo. Danke. Schön. Lalalalalala. Hallo. Also das ist übrigens der große Hauptraum. Ne? Wir sind noch so letzt gewesen. War das jetzt der dafür oder... Ja. Den soll ich aktivieren für den Fall, dass ich mal drauf gehe. Übrigens, ich habe vor, in diesem Spiel nicht zu sterben. Deswegen wundert euch bitte nicht, dass ich so viel Herzen sammeln werde. Das hat einen Sinn. Und jetzt gleich kommt der erste Vorreiterkampf. Habt ihr Laune? Habt ihr Bock? Hier ist der erste Vorreiterkampf, Leute. Gegen... Ich weiß gar nicht, wie das Viech heißt. Ein Moment. Dino-Volz. Klingt irgendwie scheiße. Sterb mal. Ich habe auch überlegt, Musik für den Endboss-Kampf einzufügen. Also das wird garantiert auch lustig. Das war leicht. Also ich habe immer Schaden genommen bei denen. Finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber okay. Nein, dafür haben wir jetzt ja das hier. Und da fällt mir gerade ein, wir haben voll eine Fee verpasst. So schlimm. Ja. Ich nenne ihn lieber Heroinbogen, weil es lustiger klingt. Und zwar hier in diesem Raum haben wir das verpasst. Schlimme Sache, Leute. Richtig schlimm. Ich bin enttäuscht von mir selber. Ich muss immer noch mit den Knöpfen klarkommen. Und zwar da. Das da. Das Viech hat sowas im Maul. Treffen. Geh doch. Fee! Fee! Treffen, schwierig! Fail! Fail! Mann! Ich verbratze gerade meine Pfeile, die brauche ich gleich noch. So, geht doch. Das dürfte hier eigentlich keine Fee mehr sein. Finde ich gut. Wir machen das wieder ein bisschen kaputt, wegen Pfeile und so, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen verständlich. Und damit sollten wir uns jetzt ein bisschen beeilen, weil wir ansonsten warten müssen. Wird schon. Scheiße. Naja, ich glaube, ich mache dann auch einen Cut direkt vor dem Endboss, wenn wir jetzt noch so weit kommen. Also dieses Tempels. Da will ich dann Special-Mucke drunter legen. So, eventuell. Oder ich werde einfach meine Schnauze halten. Für den Kampf. Ich habe auch nicht momentan eigentlich gerade. Ah, fick dich! Wie? Das war ein Sprungangriff! Abschau! Ich hier. Ach ja, klar. Lol.
Und dafür soll ich mal wissen, wie man die Viecher umbringt. Das war verschiedene Schirm. Boots! Dann möchte ich das wegtun und das da drauf und dann stirb! Das wäre jetzt ein bisschen gammelig. Fress das, Potsdam! Es kommt auch wieder um einmal meinen Aufschub zu machen. Vielleicht blind das Vieh. Und weg. Und einmal mich analysieren. Und einmal Feuer! Geht doch. Ja, was es mit diesem jungen Herrn auf sich hat, werden wir später machen. Weil es irgendwie noch ein bisschen dauert. Ich will nur so viel sagen, er kann nicht sprechen. Momentan zumindest nicht. Und wir haben schon mal so einen gesehen, sogar schon zwei. Ihr könnt ja mal in den anderen Videos nachgucken, falls ihr da drauf Bock habt. Ich werde hier nichts spoilern oder nichts Großartiges, was das angeht. Auf jeden Fall, diese Truhe kennt man, wenn man Ocarina of Time gespielt hat. Das ist die Truhe des Masterschlüssels. Was übrigens auch immer ganz lustig ist, man braucht keine Schlüssel, um die Truhe zu öffnen, obwohl da vorne ein Schloss dran ist. Wem es von euch schon mal aufgefallen ist. Fand ich mal ganz lustig zu erwähnen. So ein kleiner Funfang. So, lol. So, damit sind wir hier. Da möchten wir von hier aus einmal bitte da drauf. Und wir haben jetzt noch gute 5,25 Minuten, kommt hin. Jetzt einmal um uns richtig hinzustellen, so, und dann wollen wir einmal. Weil wenn man das Teil anvisiert, bringt das nichts. Was jetzt gerade passiert? Das Wasser ist rein. Und die Pflanzen krepieren. Das soll so aussehen, als würden sie krepieren. So, dann war gerade mein Pfeil. So, wofür brauchen wir dies jetzt? Es hat alles wie immer einen gewissen Sinn. Aber zuerst möchte ich gerne noch einen Schalter betätigen. Ich mach den dort hinten. Bitte wegmachen. Dankeschön. Meine Truhe! Wer hätt's gedacht? Wer hätt's erwartet? Wer hätt's gedacht? Ja, jetzt habe ich's langsam. Ja, warte. Ich will nicht gehen, den brauche ich gerade nicht. Wieder will ich. Feuer! Das war verschissen knapp. Komm du her! Da! Deko-Stock. Wir haben jetzt erstmal episch geile lange Haare. Von sehen Pinkeln, die sind episch geil. Habe ich so gesagt, ist jetzt so. Und ich meine, das hier ist die letzte Fee dieses Raumes. Und wir wollen jetzt einmal kurz gucken. Vier Stück fehlen uns noch und ich weiß, wo sie alle sind. Das ist schön. Aber jetzt heißt es wieder treffen. Die hohe Kunst hier, ne? Und... Ah! Wir müssen das Teil jetzt hier noch nicht anzünden, damit wir da drüben reinkommen. Nicht leicht, glaub mir, Leute. Bats. Nein, er hat schon gebrannt. Fick dich. Auf der Höhe bleiben. Yes! Nein! Für ein Arsch hier. Halleluja! So. Es ist gerade Uhrzeit. Das heißt, gleich ist der Part vorbei. Na komm, geh kaputt, Blase. Stirb, hab ich gesagt. Das war ein richtiger epischer Absprung, ey Leute, ehrlich. Komm. Gib's zu, der war heftig. Oh, ich sehe eine Fee von hier. Das war schon wieder der falsche Knopf. Mann. Fress das, Potsau. Halleluja, jetzt weiß ich nicht, ob ich gerade was verpasst habe oder nicht. WTF, warum spackst du jetzt schon wieder rum?
so nach Zeit, Mensch. Fahr doch mal runter. Ich glaube, ich habe eine Fee verpasst. Nicht gut, für mich nicht gut. Nein! Die war da vorne, glaube ich. Das heißt, wir gehen jetzt noch einmal dorthin. Der großen Hoffnung, dass sie hier ist. Und tada, da ist sie. Ja. Also von der Uhrzeit her würde ich jetzt nicht mehr unbedingt glauben, was sie das noch schaffen bis dahin. Meine Pfeile sind gerade auch irgendwie so ein bisschen... Jetzt kommt da mal mein Eins auf Entfernung machen zu müssen. Ich werde jetzt hier nochmal eben schnell... Wieder, das ist Nummer 14 und damit haben wir sie alle gefunden. Habe ich was vergessen? Das darf ich nämlich schon wieder zielen. Mein wundervolles Problem des Tages. Ah, scheiße, zu niedrig. Geht doch. Geh runter. Danke. Nein, vergessen. Erstmal muss ich doch da drüben hinspringen. Jetzt muss ich mich verwandeln. Dann muss ich jetzt von hier aus dort hinten drüber. La, 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 flieg, Link. Fick dich, auf dich reagiere ich jetzt gar nicht. Okay, das haben wir soweit geschafft, Leute. Die Zeit ist auch gleich vorbei. Das folgt mir auch noch so ein hässliches Viech, ey, ich fass es nicht. Da kommen neue hier. Ich mach die kaputt. Da bist du. Fick dich. Komm her. Nein, Pfeile, bloß nicht runterhängen. Weißt du was? Vergiss es. Komm, Pfeile eben. Pfeile. Pfeile. Nein. Wir gehen jetzt einfach rein. So, Leute. Und hier werde ich jetzt einen ordentlichen Cut machen. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt alles hier so. Und zwar sehen wir uns beim nächsten Part von The Legend of Zelda mit Majora's Mask. Ich glaube Part 15, der erste Endboss schon. Das sind noch gute Quoten. Bis denn.